Der Automotor ist ein Verbrennungsmotor, der durch die Verbrennung von Benzin oder Gas angetrieben wird. Die Energieumwandlung erfolgt entweder nach dem Vier- oder Zweitaktprinzip, wobei heutzutage mehr Viertaktmotoren verwendet werden. Erster Takt. Zu Anfang des ersten Taktes steht der Kolben am Punkt OT, oberer Totpunkt. Das Eingangsventil, EV, ist offen und das Ausgangsventil, AV, geschlossen. Zweiter Takt. Der zweite Takt erfolgt bei geschlossenem Ventil. Beim Aufwärtsgehen des Kolbens zum oberen Totpunkt wird das Gemisch aus Kraftstoff und Luft verdichtet. Durch die Kompression wird das Gemisch auf ca. 400-500 Grad Celsius erwärmt. Wenn der Kolben im Zylinder abwärts geht, entsteht durch die Raumvergrößerung eine Druckdifferenz. So kann durch das offene Ventil Luft in den Zylinder angesaugt werden. Die Arbeit zum Erreichen des OT stammt aus der Energie eines anderen Kolbens. Der Kraftstoff wird dann kurz vor der Zündung eingespritzt. Bei einem Automotor folgt nun kurz vor Erreichen des OT die Zündung des Gemisches. Dritter Takt. Nach dem oberen Totpunkt folgt der Arbeitstakt, in dem das Kraftstoff-Luft-Gemisch verbrennt und die Temperatur auf bis zu 2500 Grad Celsius ansteigt. Der Kolben arbeitet und verrichtet mechanische Arbeit. Kurz vor dem unteren Totpunkt beginnt sich das Auslassventil zu öffnen. Vierter Takt. Im vierten Takt öffnet das Auslassventil, sodass die Abgase entweichen können. Beim Aufwärtsgehen des Kolbens werden die restlichen Abgase aus dem Zylinder herausgedrückt. Nach dem oberen Totpunkt wird das Auslassventil geschlossen und das Einlassventil geöffnet. Dieser Zeitpunkt wird Ventilüberschneidung genannt und fördert die Kühlung des Zylinders.